Dieses Video zeigt, wie man aus billigem Kinderspielzeug einen fängigen Köder für Schwarzbarsche basteln kann. In einem China-Billigladen habe ich ein Angelspiel entdeckt, was mich etwas irritierte. Ich hoffe aber nicht, dass man in China tatsächlich mit Angeln auf Enten fischt. Wie dem auch sei, drei Plastikentchen plus Angel für 1,50 Euro, da kann man nicht meckern. Zum Aufbau meines Köders. Die Ösen für die Schnur und die Haken habe ich mit einem durchgehenden Drahtsystem angelegt und mit Heißkleber versiegelt. Am Bauch des Entchens habe ich ein kleines Bleigewicht eingearbeitet. Für den ersten Test am Wasser hatte ich mir eine Expertin eingeladen. Zu meiner eigenen Überraschung überschlug sich das Entchen bei keinem Wurf und lief absolut stabil im Wasser. Die Führung ist wirklich kinderleicht, ob Stop and Go, Poppen oder Walk the Dog. Und dann nicht so früh rausheben. Immer wenn du den Köder ziehst, dann senkst du die Angel, dann ziehst du ihn wirklich bis ans Ufer. Weil die großen Schwarzbarsche, die kommen oft bis an die Steine, ja, bevor sie zuschnappen. Beim Twitchen schlittert der Köder einzigartig über die Oberfläche. Einige Fehlbisse gab es bei diesem kurzen Test nach Sonnenuntergang. Ja. Dann endlich... Besser spät als nie, wa? Geht schon, hm? Ich will den Anteil. Genau den Fisch anleuchten. Ne? Ich muss ihn jetzt abhaken. Dann haken auf der anderen Seite. Dann hat man den Scheinwerfer richtig drauf. Lana. Guck mal. Guck mal, wie schön. Jetzt lassen wir ihn schwimmen, ja? Nein, ich will ihn fangen. Na, hast du ihn doch schon. Halt mal die Lampe. Ja. Ganz warm, okay. Ist es. Leuchte mal dahin, da vorne ins Wasser. Genau. Nach diesem erfolgreichen Test optimierte ich den Köder, da er offensichtlich mehr als nur ein Gag war. Ich bohrte zwei Löcher in den Bauch und setzte Gummistopfen aus einer Wasserkugel ein. So kann man bei Bedarf das Wurfgewicht erhöhen und erhält einen noch wackeligeren Lauf. Das schonende Landen mit dem Daumengriff und das Hakenlösen mit den bloßen Fingern ist natürlich nur etwas für geübte Angler. Weniger Erfahrene sollten einen Fischgreifer und eine Hakenlösezange verwenden. Die Farbe Kadrös ist ideal in trüben Gewässern und in der Dämmerung. Doch wie sich zeigte, funktionierte das bunte Entchen auch in kristallklaren Gewässern bei voller Mittagssonne. Ausgerechnet im Kraut. Siehst du mal, das Entlein. Mein Guiding-Gast staunte nicht schlecht. Er war an diesem Tag chancenlos mit seinen teuren Markenködern. Eigentlich war dieses Projekt als Persiflage auf einen großen Köderhersteller gedacht, der eine Ente auf den Markt brachte, welche mehr Ähnlichkeit mit einem blattgefahrenen Küken oder einem Kinderwaschlappen hat und dafür den Tackle-Junkies schlappe 20 Euro aus der Tasche zieht. Doch aufgrund der Fängigkeit und des Spaßfaktors ist das Entchen nun fester Bestandteil meiner Tacklebox. Den Nachbau kann ich also nur empfehlen. Ich bin sicher, auch Hechte werden ihren Spaß damit haben. Ich schaue nun regelmäßig im China-Laden nach einer größeren Ente, da ich selektiv auf kapitale Barsche fischen möchte.